Okay, ich passe jetzt mal die Höhe an. So hätte ich das gerne, dass das alles auf der Höhe des Weges ist. So irgendwie. Probieren wir es mal. Sehen, ob das klappt. Oh, guck mal. Die haben es planiert. Hat funktioniert. Ich hoffe, die laufen jetzt hier noch lang. Kann immer wieder einer langlaufen, das ist ja, dass es noch funktioniert. Ja, das sieht gut aus. So, okay, jetzt nächste Versuch mit dem Accountant-Haus. Natürlich geht's nicht, ne? Oh, es ist aber knapp. Das ist wirklich knapp. Oh! Siehe da, wir können es bauen. Nice. Hätte ich gar nicht erwartet, dass ich das noch hinkriege. Eben stand da, dass das geht. So geht's, ja. Gerade so. So, wie rum wollen wir den Spaß denn haben? So nicht. So nicht. So rum finde ich eigentlich ganz cool. Okay, machen wir so. So. Und platzieren. Alles klar. Das wird wieder ein bisschen dauern. Wobei, es geht eigentlich. Naja doch, wir brauchen sehr viele Ressourcen hier. Ach ja, so. Aber es läuft eigentlich erstmal. Das Einzige ist jetzt wieder wegen Essen und so, müssen wir mal schauen. Wir experimentell starten jetzt ja gerade einiges. Wir machen jetzt hier Kürbis zum Test. Ich weiß auch gar nicht, ob das mit dem Mais fertig geworden ist. Das habe ich irgendwie nicht so richtig beobachtet. Meine Sorge ist jetzt nur, wenn wir jetzt hier Hafer, also die Hühner. Ja, wobei wir haben hier 2000 Hafer drin. Das ist erstmal in Ordnung. Ich weiß noch nicht, wenn das Hafer hier gelagert ist. Hier in der Scheune. Wäre das für die vielleicht schon zu weit weg? Ich kann es halt nicht genau sagen. Ey, übrigens, was wir mal machen können, trotzdem, zur Unterstützung, ist weiter das hier pflastern. Die Wege. Auch wenn das voll kacke ist im Winter, weil ich nicht so viel sehe. Aber hier geht ja erstmal alles gerade. Pflastern wir erstmal ein bisschen hin. So. Das hier haben wir schon gepflastert, die Straße, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann ich da eigentlich nochmal pflastern? Will nur sehen, nicht das Tatsache, der würde das dann nochmal machen, das ist ja super bescheuert. Muss man ein bisschen aufpassen. So, hier habe ich aber noch nicht gepflastert. Das können wir auch gleich mal machen. Einfach gerade anziehen. So, bis hier hin erstmal. Okay. Bewegen Sie sich einfach ein bisschen schneller. So. Schön, das freut mich mit dem Accountant-Haus, dass ich das jetzt hier noch reinbekomme. Früher oder später, ich weiß nicht, ich muss dann mal überlegen, wo ich dann die Taverne hinbauen will. Die hätte ich ja eigentlich auch gerne ein bisschen zentraler. Das wird interessant, wo wir die hinsetzen wollen. Man könnte halt überlegen, ob wir die Brennöfen und so dann irgendwann woanders hin verschieben, weil das Holz bauen wir ja nicht mehr hier ab. Ne? Das muss ja erst zum Holzhackplatz und dann muss es zu den Köhlern. Da könnte man halt überlegen, wenn das mit den Eseln irgendwann klappen sollte, dass wir hier quasi das Holz hacken. Oder hier oder so, oder da. Und das dann hacken, klein, also zu Brennholz. Und dann machen wir Kohle draus, auch in dem Bereich. Oder hier. Und dann das mit dem Esel in die Stadt bringen. Und dann könnte man das hier alles freiräumen und hier eine Taverne hinbauen. Das wäre richtig cool. Das können wir uns mal im Hinterkopf behalten, so. Und es sind schon wieder Plusgrade. Wie schnell ging das denn jetzt bitte? Aber guck mal an, wie viele Ressourcen wir haben. Also ich kann eigentlich übelst viel bauen. Aber alles zu seiner Zeit. Ich werde halt wirklich jedes Gebäude für sich erstmal stehend gebaut sehen und gucken, was es bringt und so. Jetzt komme ich nur durcheinander. So, okay. Alles klar, die bauen bitte weiter. Jetzt haben wir 33 freie Leute, das geht sogar relativ gut auf, glaube ich. Was ich halt geil fände hier, wenn es hier sowas gäbe wie bei Prison Architect, dass man Zeitpläne erstellen kann nach Jahreszeiten. Wisst ihr, das wäre cool, dass man jetzt sagen kann, jo, im Winter arbeiten bitte alle von den Feldern in die Minen und umgekehrt, dass man das einstellen könnte. Das wäre cool, wenn das ginge. So, hier kann ich auch noch einen Bäcker mehr einstellen. So. Okay, und Werkzeug müssen wir auch langsam wieder machen. Gusseisen haben wir noch genügend. Das ist Tischler, Schnitzer, ja, aber der macht ja nur im Moment. Nein, das ist, ich muss Schmiede machen. Schmiede? Egal, ich will die einfach hier aus. So. Okay, machen wir es mir ein bisschen schneller. Hier machen wir jetzt Kürbis, hier machen wir Mais, hier machen wir auch Mais. 500 mehr. Ungefähr. Ne? Also Kartoffeln waren 3000 gewesen und Mais sind 3500, aber es wächst langsamer. Ich hoffe, die werden fertig damit, das muss man beobachten.
Hier machen wir Weizen. Hier könnten wir halt auch mal was anderes machen. Wir haben so viel Weizen. Machen wir hier auch nochmal Mais. Kann sein, dass es zu spät ist. Dann wäre das dann nächstes Jahr soweit. Da werden wir ja sehen. Hier machen wir Kartoffeln. Hier machen wir Kürbis. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf. So, hier wachsen Äpfel. Aber sobald die Bäume eingegangen sind, irgendwann ist das ja, glaube ich, der Fall, würde ich dann gerne mal Kirschen anbauen. Oder ich baue ein großes Kirschfeld irgendwo hin. Das wäre auch eine Variante. Hier machen wir jetzt nochmal ein letztes Mal Hafer. Wobei wir übelst hier Hafer haben. Aber ich kann schon mal einstellen, dass wir das nächste Mal... Machen wir ja auch Mais. Wenn hier Gemüse gelagert wird, ist das auch okay. Spricht eigentlich nichts dagegen. So, 7 Schweine mittlerweile. Okay. So, dann habe ich erstmal wieder nichts zu tun. Anders aus. So rum. Gefällt mir besser. Alles klar. Müssen wir mal gucken, ne? Wegen... Ja gut, aber Kohle haben sie noch da. Hier, dass ich auch Brennholz herstellen, hier können wir ja auch mal neu einstellen. Was soll's. Das macht's jetzt wirklich nicht fett. Früher oder später würde ich das ja da eigentlich über die Esel lösen. Insofern, das wie gesagt, so ist es mir vorstellen. Oh, guck mal hier. Ist fast fertig. Oh, das macht sich ja richtig gut hier. Schick. Richtig schick. Das wäre so cool, oder? Wenn wir dann die Köhler und so, wenn wir das außerhalb machen, also hier, und dann mit dem Esel alles hier reintransportieren und hier dann eine große Taverne hinbauen. Können wir schon mal gucken, ob die passen würde. Das wäre toll. Ah. Ja. Nee. Na doch, da müssten wir hier, doch, das wird mal hinbekommen. Glaube ich. Ganz knapp. Das würde ich passend machen über die Zeit. Das gehen wir auf jeden Fall hin, damit sich das hier alles wegreißen. Aber ich sag mal so, das Bergwerk, das müssen wir sowieso bald verschieben. Und dann würde ich auch die ganze Schmiede und so woanders hinbauen. Also das hier alles weggruppen. Und ja, dann gucken wir mal, ob das dann geht. Gleich ist fertig. Ah, guck mal, das schöne Mais. Das sieht richtig gut aus. Krass, wir bauen jetzt nicht nur noch Kartoffeln an. Weil der Luxus. Übrigens, der Kürbis ist krass, echt, wie schnell der wächst. Hier, schnell wachsend. Ne? Das fällt auch ein bisschen auf, dass der schnell wächst, auf jeden Fall. So, jetzt schließt man wieder das Gebäude ab. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir da auch über Esel bekommen, aber über irgendein Gebäude muss es ja gehen. Ne, wenn es jetzt nicht über Expedition geht und so weiter. Köhler! Also, scheiße, ja, okay. So, noch einmal bitte draufhauen auf das Haus. Fertig! So, okay. Was ist das hier? Baumstämme, Brennholz, Brot. Das ist ja interessant. Okay. Alkohol haben wir ja nicht. Okay, dann muss ich mir mal in Ruhe angucken hier alles, da mit den Statistiken. Können wir dann vielleicht interessante Sachen euch mal zeigen oder so. Hochwertiges Werkzeug, ja, wird hier produziert. Ja. Okay, und hier muss der wahrscheinlich erstmal Statistiken jetzt sammeln, ne? Hab ich so den Eindruck. Müssen wir da einen einstellen dafür? Ne, müssen wir nicht. Okay, ja, das sind wirklich nur Statistiken. So, worüber könnten wir denn jetzt Esel bekommen, ey? Wie gesagt, hier gibt's keine Esel. Karawanenstall! Erlaubt es dir, Transportrouten zwischen dem Lager und den zu beliefernden Städten festzulegen. Das brauchen wir bestimmt. Ressourcen für Menschen sicher verwahren. Trade Fair.
Ach, guck einer an. Karawanstallbogen hier bestimmt. Okay. Ja, das bauen wir jetzt sofort, würde ich mal sagen. Würde ich ja hier irgendwie so hinsetzen. Ist ja gerade dunkel. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen schneller. Yes, Leute, das wird sein. Darüber kommen wir hoffentlich dann auch irgendwie an Esel ran, hoffe ich. Also zumindest hängt das ja anscheinend damit zusammen, ne, mit den Eseln. Drum dachte ich nämlich auch, dass es irgendwie gehen muss, weil das hatte ich halt schon mal gelesen. Aber es sind so viele Gebäude hier. Ich kenne ja auch noch nicht alle auswendig. Also wir können es so hinbauen, aber wir können das sogar gegenüber bauen, wie cool. Okay, platziere schon mal einen Weg hier. Warte, geht das hier nicht lang? Okay. Machen wir es so hier. Kann man eigentlich auch schon mal einen Weg lang ziehen. Okay. So, und dann würde ich das jetzt hier so gegenüber bauen. Das sieht doch dann ganz schick aus, denke ich. Also da ist da auch, guck mal, da ist so ein Tier drin. So, hier würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Okay. Bumm. So, gut. Machen wir das erstmal fertig. Nichtsdestotrotz haben wir noch 5000 Gemüse aktuell. Wir gehen jetzt in den Winter rein. Ja, wir haben auch 1000 Fleisch, 2000 Obst. Von daher, das sollten wir den Winter auf jeden Fall noch überstehen. Und wir haben richtig viele Schweine, 21 mittlerweile. Ich töte mal ein Schwein, wenn man ziemlich viel Fleisch das bringt. Jetzt haben wir 14. 20 bringt das, okay, alles klar. Ja, ich sag mal so, wenn man da 48 Schweine hat, das ist dann fast 1000 Fleisch umgerechnet. Hier haben wir schon 53 Wolle. Aber wir müssen ja erstmal irgendwie auf 50, 60 Schafe kommen, bis wir hier die Produktion ordentlich ankurbeln. So, okay, jetzt haben wir die Leute von den Feldern runter. So, wir haben auch noch 3000 Heu, das heißt, nächstes Jahr können wir nochmal mit gutem Gewissen hier dieses Feld mit was anderem bewirtschaften als mit Gras oder so. So gut, ihr Rest baut bitte. Dann haben wir wieder alle. Wir brauchen jetzt unbedingt dann auch wieder Stein und so. Also die Mine mache ich mal nicht so viele. Die machen wir mal die Mine wieder voll. Machen wir so und dann gebe ich noch auf, dass die wieder Holz hacken sollen. Bin ich jetzt mal sehr gespannt dann jetzt hier mit dieser Karawan-Gedöns, was wir da jetzt gerade bauen. Was das alles so bringt. Und wann wir da unseren ersten Esel irgendwie bekommen. Theoretisch können wir auch mal wieder eine Expedition starten. Aber es ist jetzt gerade, ich will jetzt erstmal gucken, wie das jetzt hier weiterläuft, so mit dem Essen und so weiter. Oh ne, ich starte die trotzdem schon mal. Scharfstabeangriff eines Tieres. Ist das Tier noch da? Ich sehe ja gerade kein wildes Tier. Es kommt halt hin und wieder mal vor, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass die sehr schnell dann immer getötet werden. Die Angreifer. Also der Fuchs oder der Wolf oder so. So, Expedition starten wir jetzt schon mal. Und zwar würde ich erstmal weiter nach irgendwie Getreide oder so. Ab geht's. Okay. Alles klar. Da werden jetzt hier schon Statistiken geführt? Ja, tatsächlich. Sehr, sehr cool. Das könnte uns dann vielleicht auch ein bisschen dabei helfen, das alles noch weiter zu optimieren und so. Muss ich mir aber dann nochmal in Ruhe alles angucken. So einen Karawanenstall sind sie dabei zu bauen. Haben sogar schon alles da. Muss jetzt nur noch gebaut werden. So. Gut, Leute, dann gibt's hier einen Pitch. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. What the fuck? Arbeiter ist an einer Kühlung gestorben. Lass mich raten. Hier. Die haben hier Kohle und alles. Die sind bescheuert, ey. Die sind doch echt bescheuert. Die bringen Essen, bringen Essen. Ja, vielleicht ziehen sie auch noch gerade um oder so. Mhm. Okay, ich helfe dir mal eben. Kohle. Ja. Und jetzt schnell in das Haus bringen. Okay. Alles klar. Vielleicht checken sie irgendwann noch, dass sie sich hier... Ah ne, vielleicht habe ich nicht freigegeben. Alles klar. Das erklärt einiges. Aber Kohle haben sie auch schon ein bisschen automatisch hergebracht, ne? Nichtsdestotrotz sind welche gestorben. Ja, gut. Aber am Anfang... Das kann doch nicht sein, jetzt ist schon wieder einer gestorben. Ein Jäger.
Das peile ich gerade nicht. Also hier ist nirgendwo, ist hier ein Unterkühlungssymbol. Oder es war noch die Nachwirkung gewesen von dem Haus hier. Also das macht irgendwie nicht so viel Sinn gerade. Die hatten, glaube ich, jetzt einfach Probleme, weil sie umziehen mussten und so weiter. Naja, gut. Was soll's. Komischerweise, was ich nicht ganz verstehe, wir sind 81 Slots haben wir. Ah ne, wir haben 81 Einwohner. Okay, wir haben 92 Slots. Die sterben einfach weiter an Unterkühlung. So, jetzt könnte sich da mal aufwärmen hier. Jetzt könnte sich aufwärmen. Schaf zu Tode gehungert. Jetzt geht's ab. Ja, also, was ist denn das jetzt hier für eine Scheiße gerade? Jetzt sterben die alle. Bäcker. Die haben doch Kohle, die haben doch alles da. So, wartet mal. Die haben auch nichts mehr zu essen. Okay, dann machen wir hier mal einen mehr. Ich habe halt keine freien Leute mehr. Moment, so. Das erschließt sich mir gerade überhaupt nicht, dass die gerade alle sterben. Schaf zu Tode gehungert. Ja, kümmert euch mal drum. Bringt ihr mal Gras. So, Schafe haben auch wieder was zu essen. Sind die hier vielleicht gestorben? Ne, die haben auch Kohle. Schaf zu Tode gehungert. Schaf zu Tode gehungert. Ja, ess doch! Okay, ist kein Heu mehr da. Lol. Hier ist Heu. Die müssen doch von alleine in der Lage sein, das da hinzubringen. Da ist die ganze Zeit Heu gewesen. Soweit ist das jetzt wirklich nicht weg. Also ja gut, wir sollten vielleicht jetzt hier mal langsam ein paar mehr einstellen. Dass die schneller das Heu hinbringen. Da bin ich mit einverstanden. Zumindest über den Winter. So, okay. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die jetzt an Unterkühlung gestorben sind, die ganzen Leute. Das macht keinen Sinn. Wir haben ja keine neuen Häuser gebaut oder so. Also auch so dieses eine hier. Und Kohle ist da, Brennholz ist da. Es ist super nah dran. Das ist wahrscheinlich ein bisschen buggy oder so. Und das kann ich mir das gerade nicht erklären. Aber gut. So, ja, ich würde jetzt einfach mal wieder ein bisschen schneller durchlaufen lassen, beziehungsweise, nee, halt. Halt. Karawanenstall ist gleich fertig. So lange lasse ich nochmal durchlaufen, bis der fertig ist und dann gucken wir weiter. Bis gleich. Ah, er ist fertig. 1 und 5. So ist ein Ergebnis. Bewege einen Esel zu einem anderen Stall. Okay. Markiere ein Gebäude vom selben Typ. Ich hätte das gerne hier. Den Esel. Ja, da ist ein Esel! Oh, wie cool. So, dann lasst mal hier einen einstellen. Aber Dali. So. Bring den bitte ganz schnell Essen und so. Wie viele Esel haben wir denn? 055 steht hier. Okay. Also wir können 8 Ruden erstellen, indem wir Ressourcen quasi transportieren von A nach B und es können 5 Esel hier drinnen sein. In den Karawanenstall, hier können 10 Esel drinnen sein. Und dieser Stall wird dann dazu sein, also diese Farm, dass sie sich vermehren können, schätze ich jetzt einfach mal. Ich fände es aber gut, wenn sich da mal jemand drum kümmern würde. Jetzt, Heu ist da. Ich meine, Heu ist ja, weiß ich gar nicht, nee, die müssen das schon von ziemlich weit holen, das Heu. So, Wasser ist jetzt auch da. Ah, wie cool. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ich hoffe, dass die sich dann auch irgendwann vermehren. Ich lasse auf jeden Fall mal 3 Leute drinnen, definitiv. So ist es Frühling. Okay. Und ich hoffe auch, dass die jetzt hier nicht nochmal irgendwie blöd erfrieren oder so. Ich würde es einfach mal hoffen. Alles klar. So, dann lassen wir die ganzen Felder wieder bestellen. Lassen wir erstmal nur einen hier irgendwie arbeiten. Ich mache jetzt einfach einen Pitch. Wir lassen das mal ein bisschen durchlaufen, bis sich das wieder angepasst hat hier, ne, mit der Einwohneranzahl und so. Ich muss jetzt auch gucken, wie wir mit dem Essen klarkommen und so weiter. Und sobald wir dann was Neues bauen oder irgendwie was Cooles Neues machen, dann höre ich mit dem Pitch auf. Aber ich denke mal, vielleicht 1-2 Jahre werde ich jetzt mal wieder durchziehen. Und wir schauen mal, dass das sich alles wieder erstmal ein bisschen normalisiert und so. Also, bis gleich. Aber richtig cool jetzt mit dem Esel hier. Aber ich will erstmal, dass sie sich vermehren, bevor wir damit irgendwas machen. Ah, voll cool. Das probieren wir dann gleich aus mit den Ruten und so.
Machen wir dann gleich. Also, jetzt peile ich das erst. Ja, logisch. Mais ist ja für Getreide da. Wobei. Man kann da Mais auch essen. Ach, herrje. Und ich wundere mich. Ja klar, wir haben jetzt übelst viel Getreide. Und ich wundere mich, dass das Essen langsam knapp wird. Scheiße. Super ärgerlich. Ja, dann machen wir jetzt hier gleich wieder Kartoffeln.